Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Bamboo. Bamboo Want Coin. Ich begrüße euch und wir starten direkt einen neuen Run, nachdem wir uns in der letzten Folge neben Bamboo the Brave, neben Bamboo the Nimble, neben Bamboo the Stout, Bamboo the Weird freigeschalten haben, werden wir auch diesen Charakter dieses Mal spielen. When they kill, they gain movement. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn wir einen Kill landen, bekommen wir einen extra Move. Wir haben kein Luck mit Bamboo the Weird. Das heißt, keine Crits. Keine kritischen Treffer. Wir haben die Spells Puzzle Flick, removes tiles and throws them für Bones und Teeth. Und wir haben den Magic Marker, adds more of a selected tile für 4 gelbe Mana. Für 4 Tröpfchen. Okay. Oh, yeah. Dann werden wir mal gucken, wie sich der so spielt. Bamboo the Weird. So, ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt noch weitere Chapter freischalten, weil wir haben hier kein wirkliches Chapter am Ende der letzten Folge freigeschalten. Meine ich mich zu erinnern. Ob wir dann da noch weiterkommen, ob es da noch mehr gibt. Oder wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Zuallererst mal haben wir hier aber mal eine wunderschöne Zahnkombo. Womit wir gleich mal die Fliege kaputt machen können. Und wir kriegen dann, wenn wir eine Kill landen, direkt einen Move zurück. Gut. Dann könnten wir direkt mal so starten. Wir kriegen hier den Zahn runter und können dann so eine 5er Ding Teeth voll machen. Ja. Kriegen einen Move zurück und können jetzt unseren Spell benutzen. So, pick a tile to throw. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise den Bub nehmen, dann nehmen wir alle vom Feld und greifen jetzt für 5 Damage an. Okay. Jetzt haben wir wieder einen Move gekriegt. Okay. Dann machen wir hier gleich eine Doppelkombo draus. Eine Quadruple-Kombo sogar. Wir können eigentlich direkt eine Boomfly kaputt machen, wenn wir schon 2 Damage machen. Und die zweite buggeln wir. Die kleine Fliege ist mega. So. Eine Wildcard mit drin. Haben 2 Moves wieder. Also, ich spüre jetzt schon, dass das so der Charakter ist, mit dem man ganz, 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 ganz viel chainen kann. Wir sind immer noch in unserer ersten Runde und haben den Raum schon fast geklärt. Ja, das machen wir jetzt ganz einfach so. Machen hier eine 5er Kombo-Tief. Machen die Boomfly kaputt mit den 3 Damage. Kriegen noch einen Move dazu. Brauchen wir aber nicht. Und jetzt will ich mal schauen, wie der Spell wirklich funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal hier unsere Häufchen nehmen, da hätten wir 5 Stück. Wir removen ja alle. Das heißt 5. Und dann machen wir 3 Damage. Also sozusagen die Hälfte aufgerundet. Okay. Und damit haben wir den ersten Raum geklärt, ohne auch nur ein einziges Mal den Gegner an die Reihe zu lassen. Und, okay, spellmäßig. Was haben wir hier? Flashbang für 4 grüne Male, für 4 Boogers. 50% of blinding enemies. Okay, Enemies blinden. Diese Mechanik haben wir noch nicht gesehen. Und Chaos für 2 Häufchen. Add Wild Tile and a Curse. Oh, okay. Damit können wir eine Wildcard, aber auch ein Curse-Tile legen. Irgendwo random aufs Feld, schätze ich mal ganz stark. Gegner blenden oder... Wir nehmen mal Chaos. Einfach aus dem schlicht und ergreifenden Grund, weil ich in Isaac Chaos auch dermaßen liebe. Deswegen, das probieren wir einfach mal.
So. Wo fangen wir denn diesmal an? Wir können direkt mal hier anfangen. Machen wir so. Ja, und dann treffen wir hier zuerst das Schild hier. Egal, dann machen wir das weg, damit wir da rankommen. Kriegen den Move aber zurück. Jetzt müssten wir eigentlich mit Bones arbeiten. Ja gut, dann bereiten wir halt für den nächsten Zug was vor. So. Gut, 3 sind jetzt geprimed. Das ist aber in Ordnung, weil wir erstmal den hier bringen. Und dann hier links anfangen. Und dann haben wir jetzt ein Spell ready. Und damit können wir... Jetzt habe ich vorhin nicht aufgepasst, das ist jetzt der Nachteil. Kriegen wir die Mana, die wir hier verwerfen? Wir benutzen mal den Buggerteil. Nein, kriegen wir nicht. Aber wir greifen mit 5 Damage an und haben hier unten schon mal einmal sauber aufgeräumt. Gerne die so den Move holen, dass wir hier adds more of a hier select Teil benutzen können, und dann sagen wir beispielsweise hier, dass wir gerne mehr Bones hätten, und dann werden das random mehr Bones, leider jetzt gerade in der Konstellation, so dass wir es nicht benutzen können. Gar nicht benutzen können. Das ist gerade ganz schlecht. Noch einen Move. Das ist jetzt ganz blöd gelaufen. Ich habe mir erhofft, dass in der untersten Zeile ein einziger Knochen entsteht, dass wir dann hier die Combo hier voll machen können. Aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Tja, dann müssen wir wohl 2 Schaden einstecken. Das war's mit unserem Soul Heart. Macht aber nichts, dafür können wir dann direkt kontern. So, einmal hier und einmal hier. Und dann hätten wir den Puzzle Flick ready, und damit können wir... Wobei, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Das machen wir einfach hier so. Und dann lösen wir das auf unsere Art. So sieht's aus. So, nächster Raum. 3 Boomflies, 3 Dips. Und dann beginnen wir einfach mal direkt mit der Doppelkombo. Oder Dreifachkombo. Auch in Ordnung. Ja, mach mal hier. Ich habe noch einen Move mehr. So, jetzt mal 3 Moves übrig. Können uns mehr von einem bestimmten Typ holen. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Knochen fertig. Holen uns den Move zurück. Und dann bauen wir uns ein Schild, weil ich auch Chaos mal benutzen wollen würde. Hier nämlich ein Curse-Teil und eine Wildcard. Das kann man hier bis zum Exzess treiben. So, jetzt können wir uns noch hier Knochen.
doof. Nee, nee, das machen wir schon so. Mit den zwei Wildcards können wir uns dann eine 5er-Kombo-Knochen machen. Das können wir auch gerne schon vorbereiten. So. Und dann können wir den Puzzle-Flick anwenden. Und zwar auf hier. So sieht's aus. Da können wir die nämlich direkt verwenden. Dann haben wir hier einmal 4er-Damage. Und dann hier noch 2 1er-Damage. Das sind 2 Moves. Und ja, dann haben wir hier den Move extra und einen Booger-Combo. Ja. Und noch einen Move. Die gibt es hier umsonst. Da können wir uns noch mehr Knochen spendieren. Noch mehr Knochen spendieren. Und dann hätte ich gerne eine 5er-Kombo. Aber das reicht gerade so nicht. Doch, das reicht schon. Mit der Wildcard. Nein, das war dumm. Ich wollte links und rechts runterziehen, aber das funktioniert ja nicht. Wie kann ich jetzt verhindern, dass du in die Reihe kommst? Ich hätte den anderen zerstören sollen. Das wäre klug gewesen. Egal, wir haben 2 Moves. Von daher können wir sowas machen und dann geht das hier auch. So. Jetzt kommen wir schon zum Boss. Zum Boss der ersten Ebene. Vorher noch Coin Roll. Plus 1 Coin. Oder Leaky Battery. Hits all enemies. Alle 2 Räume einsetzbar. Okay. Die Coin Roll. Nee, wir nehmen die Battery. Schon wieder gegen Pieper. Den haben wir schon sehr oft gehabt in der ersten Ebene. Aber nun gut. Das Prinzip dahinter kennen wir ja schon. Die Augen müssen wir auf der Seite behalten, wenn möglich. Wir können uns leider hier nicht so gut mit Moves stacken, wie ich das wollen würde. Aber wir fangen direkt mal so an, dass wir wenigstens die Augen auf der Seite behalten. Aber das ist echt dämlich. Wir können mit dieser genialen Mana einfach nichts anfangen. Das ist halt nicht das Problem. So. Ein Move extra. Hier. Oh, wow. Da hätte man drüber nachdenken können. Oh, Mann. Okay. Alles halb so wild. Wir können hier eine 5er-Kombo machen. Weg. Jetzt machen wir endlich mal wirklich Damage da. Haben den Puzzle Flick ready. Können dann. Was soll denn vieles? 6. Noch nicht mal ganz viele. 4, 8, 10. Das ist 5 Damage. Komm. Zack. Okay. So,
so viel Glück muss manchmal sein, die Wildcard direkt nutzen können. Sehr schön, dann bleibst du auch schön drauf hier drüben. Okay. Gut. Dann holen wir uns hier. Wenn das jetzt ein Wildcard wäre, wäre das viel, viel toller. Okay. Das war eine 7er-Kombo ums Eck. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass das gecountet wird, aber okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, was können wir denn hier noch machen? Wir haben zwei Moves. Wir bräuchten eine Bone-Kombo, aber das wird schwierig. Wir bräuchten eine Bone-Kombo. Wir brauchen auch ein Shield. Das ist viel wichtiger gerade im Moment. Jetzt können wir wieder Chaos benutzen. So viele Wildcards wie nur möglich. Aber die Curse-Tiles sind eventuell ganz schön viele. Wir haben hier auf dieser Ebene keine Wildcard. Das ist schon wieder eine Frechheit eigentlich. Das ist dämlich. Wir brauchen die Bone-Kombo. Wir brauchen auch ein Schild. Oh. Oh shit. Ah, das war dämlich. Das war dämlich. Das war nicht so geplant. Ja, gib mir noch mehr Curse Tiles. Irgendwann besteht unser Feld jetzt dann gleich nur noch aus Wildcards und Curse Tiles. Okay. Bone Combo. Wir brauchen die Bones. So. Nein! Okay. Ich wollte gerade sagen, nimmst du bitte aber schon die Knochen jetzt. So. Das ist noch zwei Damage machen. Das können wir jetzt mit unserem Puzzleblick. So. Meine Herren. Halbes Herz. Das ist viel knapper, als es sein müsste. So. Three Dollable. Start with a Wild. Oder Free Bone Throw. Ich glaube, wir starten with a Wild, weil den Free Bone Throw hatten wir schon mal. Aber gut, dann holen wir uns hoffentlich ein Herz. Oder 20 Coins. Okay, damit können wir direkt nochmal spielen, haben 5 Coins gewonnen. Das ist gar nicht so schlecht. Kann man mitnehmen. Und wir kriegen mehr Damage, Spell Damage ab. Okay. Könnten wir uns auch bei dir vergnügen? Okay, wir heilen uns hier, nur es ist kein Herzcontainer. Spell hurt more, reroll spell costs, reroll spell. Spell hurt more, können wir unserem Puzzle Flick noch mehr Damage geben. Aber das ist ja. Funktioniert das? Das müssen wir mal ganz kurz ausprobieren. Macht er jetzt mehr Damage, weil... Wow. Ich hab's kaputt gemacht, das tut mir leid. Ich hab einen Bug gefunden. So, dann können wir hier mal spielen. Komm. Mysterious Bag. Es wäre ein Spell, den wir uns hier holen können. Und... die goldene Mitte. Nein. Nichts. Wenn wir unsere 5 Cent, die wir effektiv übrig hatten, einfach nur verspielt. Okay, dann geben wir mal die Fallen Hollows mit einem Herz und guck mal, wie weit wir kommen. Wir starten direkt mit der Wildcard, das ist gut.
Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch mal so an. Und machen erstmal hier die Dinger kalt, weil wir, bevor wir den angreifen, erst noch ein Schild brauchen. Beziehungsweise wir haben genügend gelbe Mana. Und da ist auch das Schild, dass wir hier schön. Wir haben sogar noch einen Move übrig, das heißt, wir können hier einmal durchwerfen und den Raum einfach instant clear. Der Puzzle Flick ist wirklich ein starker Angriff. Und ich hätte jetzt aufpassen müssen. Macht er mehr Damage? Macht er um einen mehr Damage? 7? Wir haben keine 14 gelbe Mana gehabt. Das glaube ich jetzt nicht. So, Lard heals one heart. Lose one move. Okay, wir können für einen Move. Und 6 grüne Mana. Hits the furthest enemy and push. Der Rock. Das ist besser. Wir haben keine Herzcontainer. Das ist schwierig. So, das direkt mal hochholen. Und dann direkt mehr Zähne. Schade. Wir können aber direkt mal alle Regeln angreifen, weil. Warum nicht? Oh mein Gott, wir kriegen Moves für alle. Oh mein Gott. Das hätten wir gar nicht gebraucht. Okay, das war jetzt der schnellste Raum, den wir bis jetzt in diesem Spiel hatten. Das war ja zack, zack. Klar, für jeden Kill kriegen wir einen Move. Wir haben gerade dieses 4 Gegner gekillt gehabt. Okay. Gut, dann fangen wir hier nochmal an. Wir benötigen nicht direkt Schilde. Wir brauchen einfach nur Knochen und Zähne. Und von beiden haben wir ganz schlechte Kombinationen. Okay. Dann können wir hier so, können uns hier eine Move holen. Können sagen, jo, wir wollen mehr Zähne. Das ist leider nicht so ganz so funktioniert, wie ich es erhofft habe, aber zumindest. Ich weiß, dass wir hier einen Vierer machen könnten, aber ich würde tatsächlich lieber den Fünfer vorbereiten. Für nächsten Zug. Weil wir dann einen halt theoretisch direkt töten können und nicht erst darauf warten müssen, dass wir dann nochmal eine Kombination kriegen und nochmal eine, weil eine Fünfer-Kombination macht ja 3 Damage und nicht nur 2. Also es sind 2 mehr. So bräuchten wir 3 Zahnkombos und so. Ne? Dann können wir hier das gegen den Damage preventen, weil wir nur noch ein halbes Herz haben. Warum haben wir eigentlich nur noch ein halbes Herz? Wo haben wir uns bitte selbst damaged? Wir brauchen doch eigentlich. Ja, okay, wir fangen mal so an. Wir können mit der Wildcard hier die Knochen voll machen. Können dann hierüber einen Kill machen, wir bekommen einen Move zurück. Mit dem wir leider nicht so viel anfangen können, wie ich wollen würde. Ja, das reicht halt auch nicht. Na, egal. Nein, wir greifen wirklich den hintersten an. Oh nein! Nein, das ist ganz schlecht. Oh
nein, das ist ganz schlecht. Ich glaube, wir haben es gerade definitiv verkackt. Nein. Ach nee. Okay, das war dämlich. Aber Bumbo the Weird ist ein cooler Charakter und wir kriegen das in den nächsten Folgen definitiv hin. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Sorry, dass ich so inkompetent war, die Folge. Und das wird sich auch definitiv wiederholen. Aber es wird sich auch bessern. Das garantiere ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Matze. Ciao!